Er versprach dem amerikanischen Volk Frieden in Vietnam. Nixon wollte den Krieg beenden, aber er wollte auch die Wahl gewinnen. Heute weiß man, dass Richard Nixon und seine Helfer Friedensverhandlungen heimlich sabotierten, um die Präsidentschaftswahl von 1968 zu gewinnen. Sie haben massiv, direkt und verdeckt in eine bedeutende diplomatische Verhandlung eingegriffen. Noch dazu in eine höchst sensible, eine der wichtigsten ihrer Zeit und der gesamten Geschichte der Diplomatie. Neue Beweise und erst jetzt veröffentlichte Gesprächsmitschnitte des FBI erlauben heute, die Verschwörung aufzudecken, die Nixon zur Präsidentschaft verholfen hat. Damit begann ihre Missachtung der Gesetze, die schließlich zu ihrem Fall beim Watergate Hotel führte. Er sagte oft, es gebe zwei Arten von Politikern, die, die nach Macht um der Macht willen strebten und die, die sie anstrebten, um etwas damit zu tun. Nixon zählte sich immer zur zweiten Gruppe. Er hatte, wie viele sagten, eine helle und eine dunkle Seite. Er war Politiker und konnte ein großer Politiker sein. Er konnte auch unaufrichtig sein. Aber ich halte das für eine Voraussetzung dieses Jobs. Nixon hatte von Charles de Gaulle einen sehr hohen Respekt für den Prozess des Regierens übernommen. Der Gegenbegriff dazu war Politik und das war ein schmutziges Geschäft. Den anderen dran zu kriegen, bevor er dich dran kriegt. Und es gab keine Verbindung zwischen Regieren und Politik. The chair declares that Vice President Richard M. Nixon has been unanimously nominated to be the candidate of the Republican Party for the office of President of the United States. The party spells out unity for its candidate, Richard Milhouse Nixon, the 47-year-old Californian vice president for the past 7.5 years. Die Präsidentschaftswahl von 1960 war ein entscheidender Moment im Leben von Richard Nixon. Sie zeichnete ihn als Politiker und als Mensch. Nixon sah sich als Außenseiter aus kleinen Verhältnissen, der dem charismatischen und privilegierten John F. Kennedy die Stirn bot. Nixon war fasziniert von den Kennedys, weil er glaubte, sie seien härter und weniger idealistisch und bekämen öffentliche Anerkennung, die er nicht bekam. Nixon stand früh in dem Ruf, ein politischer Intrigant zu sein, was ihm den Spitznamen Tricky Dick eintrug. Andererseits bewunderten viele seinen Idealismus. Nixon war eine äußerst komplexe Persönlichkeit. Er war ein großer Visionär. Als ich ihn Mitte der 50er zum ersten Mal traf, sprach er von seinem Traum vom Frieden in der Welt. Dieses eine Ziel entschuldigte für ihn vielleicht alles, was er tun musste, um es möglich machen zu können. That night, Mr. Nixon appeared at local GOP headquarters with his wife to the cheers of campaign workers. Er lieferte Kennedy ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen. As I look at the board here, there are still some results still to come in. If the present trend continues, if Mr. Kennedy, Senator Kennedy, will be the next president of the United States. Er dachte, dass ihm die Wahl von 1960 gestohlen worden sei und dass die Kennedys hinterhältige Methoden gegen ihn angewendet hätten. Es gibt Beweise für Wahlbetrug in zwei Bundesstaaten, aufgrund einer Zusammenarbeit von Lokalpolitikern der Demokraten mit dem organisierten Verbrechen.
Ich denke, es spricht für Nixons noble Gesinnung, dass er, obwohl ihm die Präsidentschaft gestohlen wurde, das Ergebnis nicht in Frage stellte, weil das besser für das Land war. Certainly, if this trend does continue and he does become our next president, that he will have my wholehearted support and yours. Er hat das nie wirklich verwunden und es sorgte womöglich für seine verzerrte Sichtweise politischer Vorgänge. Sie haben sie mir einmal gestohlen, aber ein zweites Mal wird Ihnen das nicht gelingen. Eine schmerzhafte Erfahrung. Die frühen 60er Jahre verbrachte Nixon im politischen Abseits. Aber er bereitete sein Comeback vor. There's nothing like defeat. Nichts festigt die Entschiedenheit eines Politikers zu siegen so sehr wie eine Niederlage. In der Feuerprobe der Niederlage besiegelt man den Pakt mit sich selbst, dass man das nächste Mal gewinnen wird. Nixon trat in eine angesehene New Yorker Anwaltskanzlei ein. Sein wichtigster Klient war Pepsi-Cola. Der Grund, warum er bei uns mitmachte, war nicht nur das Geld, das er für seine Anwaltstätigkeit bekam. Es war die Möglichkeit, international unterwegs zu sein und informiert zu bleiben. Als wichtiger Repräsentant von Pepsi-Cola besuchte Nixon Südvietnam. Das Schicksal dieses Landes war bereits zu jener Zeit mit seiner politischen Karriere verwoben. Schon 1953, als junger Vizepräsident Eisenhowers, war Nixon in offizieller Mission in Asien. Damals war Vietnam noch immer französische Kolonie. Doch kommunistische Aufständische im Norden stellten ein ernstes Problem für die Franzosen und ihre Kolonialtruppen dar. I think perhaps if we go over to the map here, I can indicate to you why it is so vitally important. Here is Indochina. If Indochina falls, Thailand is put in almost impossible position. Nixon wurde zu einem der ersten Falken, die vor dem Dominoeffekt der kommunistischen Expansion warnten. That indicates to you and to all of us why it is vitally important that Indochina not go behind the Iron Curtain. Der Schlüssel zum Verständnis Richard Nixons ist, dass er wirklich glaubte, der große Endkampf zwischen dem Kommunismus und der Freiheit, zwischen Ost und West, sei der wichtigste Kampf seiner Zeit. Ein Jahr später, 1954, wurden die französischen Truppen von den Aufständischen an einem Ort namens Dien Bien Phu in schwere Bedrängnis gebracht. Auch eine massive Verstärkung der Einheiten brachte keine Lösung. Nixon war einer der ersten, die ein militärisches Eingreifen der USA befürworteten. Doch Präsident Eisenhower wollte keine Bodentruppen nach Asien entsenden. Nixon war sogar für den Einsatz taktischer Nuklearwaffen. Doch Eisenhower sagte, die Sonne scheint noch immer, Dien Bien Phu ist nicht das Ende der Welt. Schließlich fiel Dien Bien Phu. Frankreich kapitulierte. Auf einer Friedenskonferenz in Genua wurde Vietnam in einen kommunistischen Norden und einen nicht-kommunistischen Süden geteilt. Doch Frieden sollte es in Vietnam noch lange nicht geben. Under pressure of growing communist aggression, the flow of American equipment and advisors is increased. In den 50er Jahren unterstützte Nixon die Entsendung von Militärberatern nach Südvietnam. Nixon befürwortete auch Präsident Kennedys Entscheidung, die amerikanische Präsenz in Vietnam zu verstärken.
Er unterstützte Präsident Johnson, als dieser 1965 Kampftruppen entsandte und damit die USA endgültig in den Krieg führte. Renewed hostile actions against United States ships on the high seas in the Gulf of Tonkin have today required me to order the military forces of the United States to take action in reply. That reply is being given. Air action is now in execution. Doch auch eine halbe Million amerikanischer Soldaten und die immense Feuerkraft ihrer Waffen konnten das Blatt nicht wenden. Jahr für Jahr stiegen die Verluste. Und je mehr junge Amerikaner ihr Leben ließen oder schwer verwundet zurückkehrten, desto mehr spaltete der Krieg die amerikanische Öffentlichkeit. Nixon reiste in dieser Zeit mehrfach nach Vietnam. Es war offensichtlich, dass dieser Krieg das entscheidende Thema bei der Präsidentschaftswahl von 1968 sein würde. Nixon benutzte das Thema Vietnam, um sich selbst wieder ins politische Rampenlicht zurückzubringen. I am saying that it is my view that perhaps the major factor that is prolonging this war and that is stiffening the enemy's will to resist is the apparent division within the United States. Zwei politische Lager standen sich gegenüber. Die Falken, die den Krieg befürworteten, und die Tauben, die Frieden wollten. It was a time of chaos, confusion. Es war eine Zeit von Chaos und Verwirrung. Und das Vertrauen in die Zukunft ging verloren. Man kann sich kaum mehr vorstellen, dass es in 160 Städten der USA brannte. Wir hatten Unruhen, Antikriegsproteste auf den Straßen. Vietnam zerriss die Vereinigten Staaten. Es war tatsächlich unser zweiter Bürgerkrieg. Das ernsteste und am stärksten polarisierende Ereignis in der amerikanischen Geschichte seit dem Bürgerkrieg ein Jahrhundert zuvor. Familien wurden gespalten, Parteien wurden gespalten. In Johnsons Weißem Haus fühlte man sich wie in einem Bunker ohne Kontakt zur Realität. Sie verstanden im Weißen Haus nicht wirklich, was im Land vorging und auch nicht, was auf den Schlachtfeldern vorging. Nixon dürfte klar gewesen sein, dass der Kandidat, der glaubhaft versprach, die Jungs nach Hause zu holen, die besten Chancen auf das Präsidentenamt hatte. Im Februar 1968 erklärte Nixon, dass er für die Präsidentschaft kandidieren würde. But as you enter a campaign, you must go in with confidence, and I have great confidence, not cockiness, but confidence. I believe that I will be the strongest candidate, and I believe I can beat Lyndon Johnson. Bereits im Wahlkampf zu den Vorwahlen erklärte Nixon, er werde den Krieg beenden. Seine konservativen Anhänger glaubten, er meine damit, ihn zu gewinnen. Doch insgeheim war Nixon anderer Überzeugung. My friends, basically, he had an approach. Im Grunde war er für Rückzug und schrittweise Deeskalation, bis eine diplomatische Lösung möglich würde. Ein Feigenblatt, mit dem die USA da raus könnten. Im Januar 1968 startete der Norden die sogenannte Tet-Offensive. Die amerikanischen Truppen wurden überrumpelt. Sogar die amerikanische Botschaft mitten in Saigon wurde attackiert. Viele waren jetzt überzeugt, dass dieser Krieg nicht mehr zu gewinnen sei. Lyndon Johnson wollte einen Rückzug der USA,
Am 31. März kündigte er in einer Ansprache an die Nation einen überraschenden Schritt an. I shall not seek and I will not accept the nomination of my party for another term as your president. President Johnson was worried about his health. Präsident Johnson sorgte sich um seine Gesundheit. Er hatte mich bereits im Sommer 1967 damit beauftragt, Rücktrittserklärungen vorzubereiten. Doch er wollte etwas dafür bekommen. Er sah seine Entscheidung zum Rückzug als eine Botschaft an die Nordvietnamesen. Alles, was ich als Präsident jetzt noch tue, dient dazu, euch an den Verhandlungstisch zu bekommen. Nach Johnsons Verzicht auf eine weitere Kandidatur wurde sein Vizepräsident Hubert Humphrey Präsidentschaftskandidat der Demokraten. Wir alle, auch Präsident Nixon, hatten das klare Gefühl, dass dieser politische Schritt von Johnson unternommen wurde, um Vizepräsident Humphreys Chancen auf einen Wahlsieg zu verbessern. Und wir hielten Johnson für fähig, einen solchen Schritt zu tun. Nixon war von der ganzen Sache überrascht. Es kam so unerwartet, dass es den Wahlkampf geradezu entgleisen ließ. Im Sommer 1968 kam es aufgrund der Friedensbemühungen Präsident Johnsons zu geheimen Treffen amerikanischer und nordvietnamesischer Diplomaten in Paris. Aber als Johnson nach Hawaii flog, um dort den südvietnamesischen Präsidenten Thieu zu treffen, gelang es ihm nicht, ihn zu einer Teilnahme an diesen Gesprächen zu bewegen. Präsident Thieu und sein Botschafter in Washington weigerten sich, nach Paris zu kommen. Die südvietnamesischen Führer glaubten zu jener Zeit, dass Nixon als Präsident die Politik einer starken amerikanischen Militärpräsenz fortführen würde. Sie wollten, dass wir bleiben. Sie waren nicht sehr glücklich über Vizepräsident Humphrey, dessen Reden und Bemerkungen, wie sie dachten, auf einen Rückzug der amerikanischen Truppen aus Vietnam hindeuten könnten. Johnson war verzweifelt bemüht, den Krieg zu beenden. Nixon befürchtete, dass es in den letzten zwei Wochen vor den Wahlen eine Überraschung geben könnte. In diesem Sommer wurde der Parteitag der Republikaner in Florida abgehalten. Nixon saß in seinem Hotelzimmer und wartete darauf, als Präsidentschaftskandidat nominiert zu werden. The youngest delegate of the New Jersey delegation cast its vote for the next president of the United States, Richard Nixon. There, we work for those. There are 30 votes in Wisconsin. And this should put him across. Wisconsin is proud to cast its 30 votes for the nominee of this convention, Richard M. Nixon. Congratulations. Präsident Johnsons Friedensbemühungen stellten für Nixon ein politisches Problem dar. Den Krieg zu beenden war auch ein zentraler Teil seines politischen Programms. Aber wenn die Demokraten die Friedensgespräche tatsächlich zustande brächten, könnte dieser Erfolg ihnen zum Wahlsieg verhelfen. Nixon war fest entschlossen, diesmal nicht zu verlieren. Tonight. I again proudly accept that nomination for President of the United States. But I have news for you. This time there's a difference. This time we're going to win. Nixon had had the election stolen. Nixon war 1960 die Wahl gestohlen worden und er hatte das Ergebnis nicht angefochten, um das Land nicht zu spalten. Diesmal wollte er den Sieg davontragen oder bei dem Versuch zugrunde gehen. Er war paranoid. Er glaubte, in einem schmutzigen Geschäft zu sein, in dem er nur weiterkommen konnte, wenn er Dinge tat, die in seiner Wahrnehmung die anderen taten. Daraus resultierte ein großer Teil seiner Lügen.
Wenige Tage nach seiner Nominierung besuchte Nixon die Ranch von Lyndon B. Johnson in Texas. Einem Mitarbeiter Johnsons zufolge sagte er dort, er würde den Friedensprozess nicht untergraben. Doch die entscheidenden Schritte, die Nixon ermöglichen sollten, Einfluss auf den südvietnamesischen Präsidenten Thieu auszuüben, waren bereits getan. Einige Monate zuvor hatte sich Nixon heimlich in seiner New Yorker Wohnung mit einer Frau namens Anna Chennault getroffen. Anna Chennault war eine der faszinierendsten und schillerndsten Frauengestalten Asiens. Sie war die Witwe des Generals Chennault, des legendären Kommandanten der Flying Tigers, die im Zweiten Weltkrieg China verteidigt hatten. Kurz nach Kriegsende heiratete General Chennault die außergewöhnlich schöne Anna. Nach dem Tod ihres Mannes zog Anna Chennault nach Washington und wurde zu einer prominenten Aktivistin und Geldbeschafferin für die Republikaner. 1967 war sie als Expertin für Südostasien bekannt, mit Kontakten auf höchster Ebene in Saigon. Only by showing our strength that we will be able to bring the communists to the conference room. And then we can talk business. In the past, shall we say that maybe we've been sending them the wrong message? Diese Frau lud Richard Nixon zu einem Treffen in seine New Yorker Wohnung ein. Private meeting. Very private. Es war ein privates, sehr privates Treffen. Natürlich war er sehr erfreut, mich wiederzusehen, und er brauchte meine Hilfe. Er brauchte jemanden, der ihm Informationen gab und Botschaften für ihn übermittelte. Nixon wollte, dass Anna Chennault den Kontakt zu Präsident Thieu herstellte. Wenn wir etwas unternehmen, sagte er Nixon am Ende des Treffens, wäre es besser, das geheim zu halten. Er sagte auch, wenn er zum Präsidenten gewählt würde, würde er den Vietnamkrieg definitiv beenden. Ich glaubte das und versprach deshalb, mein Bestes zu tun, um ihm zu helfen. Jetzt im Sommer 1968 bat er Anna Chennault, ein Treffen mit dem südvietnamesischen Botschafter zu arrangieren. Aus dem Tagebuch des Botschafters Bui Diem geht hervor, dass sie sich am 12. Juli 1968 trafen. Als Botschafter Vietnams hatte ich die Aufgabe, soweit es Vietnam betraf, die tatsächlichen Haltungen der Präsidentschaftskandidaten zu verstehen. Das war der Hauptgrund, warum ich in das Angebot Anna Chennaults einwilligte, Mr. Nixon zu treffen. Als der Botschafter die Wohnung betrat, fand er außer Nixon Anna Chennault und Nixons Wahlkampfmanager John Mitchell vor. Nixon sagte Botschafter Bui Diem, dass jede Nachricht an Präsident Thieu durch Anna Chennault übermittelt werde und dass Präsident Thieu, wenn er eine Nachricht an ihn hätte, sie Anna übergeben könne. 9 Tage vor der Wahl erhielt Präsident Johnson Nachrichten aus Paris. Nordvietnam sei zu Friedensgesprächen bereit, wenn die USA die Bombardierungen stoppen würden. Lyndon B. Johnson berief ein Treffen seiner engsten Berater ein. Die Stimmung war angespannt. Wir begannen ziemlich spät mit der Sitzung. Er hatte seine Militärberater und seine wichtigsten Minister einberufen, den Außen- und den Verteidigungsminister. Er ging durch den Raum, um sie um Rat zu fragen, was er tun sollte. Der Kommandeurgeneral Abrams wurde aus Vietnam eingeflogen und heimlich ins Weiße Haus gebracht. Lyndon B. Johnson fragte ihn nach den militärischen Konsequenzen eines Stopps der Bombardierung. Er sagte zum Schluss, Mr. President, Sie werden damit in eine schwere Kontroverse geraten. Es wird als politischer Akt verstanden werden, aber an Ihrer Stelle würde ich es tun.
In dieser Nacht sprach Johnsons Kabinett aber auch über Anna Chennaults geheime Kontakte zu Südvietnams Präsidenten Thieu. Durch verschiedene elektronische Überwachungsmethoden hatte man herausgefunden, dass ihre Aktivitäten ziemlich intensiv waren. In der südvietnamesischen Botschaft waren Abhöranlagen installiert worden. Am 27. Oktober wurde notiert, Botschafter Diem steht in regelmäßigem Kontakt mit dem Umfeld Nixons. Ich verfolgte den Austausch und sammelte Indizien. Die Dechiffrierer hatten eine Nachricht entschlüsselt, der zufolge große Anstrengungen unternommen wurden, die Friedensverhandlungen zu behindern. Das machte Johnson wirklich sehr wütend. Ich denke, er war ehrlich schockiert darüber, dass Nixon so weit ging, eine fremde Regierung dazu zu bringen, etwas zu tun, was ihm bei der Wahl nutzen könnte. Aber der Schock wurde gedämpft durch die sehr niedrige Meinung, die er von Nixon hatte. Später ließ Johnson eine Konferenz der Präsidentschaftskandidaten anberaumen. Er sagte, irgendjemand fordert die Südvietnamesen auf, bis nach den Wahlen abzuwarten. Johnson sandte Warnsignale an Nixon. Nixon spielte sein Spiel sehr clever. Er ging ihm aus dem Weg und sagte zu Johnson, ich unterstütze Sie besser als Ihr eigener Vizepräsident Hubert Humphrey. Ich denke, Präsident Johnson akzeptierte seine Ausflüchte, obwohl er es besser wusste. Präsident Johnson hielt eine Ansprache im staatlichen Fernsehen. About very important developments. I have now ordered that all air, naval, and artillery bombardment of North Vietnam cease. Als Johnson plötzlich einen Stopp der Bombardierung Vietnams ankündigte, ich glaube, das war am Donnerstag vor der Wahl, nahmen wir an, dass er das tat, um Humphrey zu helfen. Die Reaktion der Öffentlichkeit war explosiv. Humphrey schloss um 30 Punkte auf und überholte Nixon in den Umfragen. Was den Ausschlag geben würde, war, ob die Verhandlungen zustande kämen oder nicht. Das Drama hätte nicht größer sein können. In der Öffentlichkeit tat Nixon weiterhin so, als würde er die Friedensbemühungen unterstützen. That is a presidential candidate and my vice presidential running mate joins me in this. Neither he nor I will say anything that might destroy the chance to have peace. We want peace about politics. Bis zur Wahl blieben nur noch 5 Tage. Nixon betrieb weiter seine heimliche Korrespondenz mit Präsident Thieu. Doch inzwischen hatte Johnson das FBI angewiesen, die Überwachung Anna Chennaults und des Botschafters auszuweiten. Zusammenfassungen der abgehörten Gespräche wurden per Telex direkt ins Weiße Haus geschickt. Diese Protokolle sind bis vor kurzem unter Verschluss gehalten worden. One document in particular. Vor allem ein Dokument ist wirklich aufschlussreich. Es ist der Mitschnitt eines Gesprächs zwischen Anna Chennault und dem südvietnamesischen Botschafter, in dem sie sagt, ihr Auftraggeber würde an Saigon ausrichten lassen, haltet durch, wir werden gewinnen. Haltet durch sollte heißen, geht nicht zu den Friedensgesprächen nach Paris. Wir werden die Wahl gewinnen und von einer Nixon-Administration werdet ihr ein besseres Verhandlungsergebnis bekommen. Woher wissen wir, wer ihr Auftraggeber war? Der Auftraggeber war Richard Nixon und die Botschaft an Präsident Thieu war, er solle nicht zu den Friedensgesprächen nach Paris gehen. Während Nixon durch die USA zog und um Wählerstimmen warb,
sprach sein Wahlkampfmanager John Mitchell beinahe täglich am Telefon mit Anna Chenault. Wie sie heute selbst sagt, lautete die Botschaft, die sie von Nixon an Thieu weitergab, bleibt den Friedensverhandlungen in Paris fern. Präsident Thieu war sehr frustriert, denn es wurde Druck auf ihn ausgeübt, damit er zu den Friedensgesprächen nach Paris geht. Doch dann wurde ihm gesagt, es sei weder in seinem noch im amerikanischen Interesse, wenn er nach Paris ginge. Das war es, was ich von Nixon an Thieu übermitteln sollte. Am 31. Oktober rief Nixons engster Mitarbeiter John Mitchell Anna Chenault an und bat sie um einen Rückruf auf einem sicheren Telefon. Mitchell nahm den Anruf persönlich entgegen. Er klang nervös und sagte, Anna, sind Sie sicher? Nixon war sehr besorgt, dass Thieu in letzter Minute nachgeben und das Spiel der Demokraten spielen könnte, was Nixon im Wahlkampf geschadet hätte. To the Nixon's campaign. Am 2. November, nur drei Tage vor der Wahl, erreicht die Nachricht das Weiße Haus, dass Südvietnam sehr bedauert, nicht an den Friedensgesprächen in Paris teilnehmen zu können. Anfang November gab es einen entscheidenden Schlag. Dass der eigene Verbündete sich querstellte, hinterließ einen bitteren Nachgeschmack. Nachdem die Friedensinitiative gescheitert war, ging Nixon in den Meinungsumfragen gegenüber Humphrey in Führung. Aber er befürchtete, dass Johnson seinen Sieg vereiteln könnte, indem er seine Machenschaften publik machte. An diesem Abend rief Nixon Johnson an, um jede persönliche Einflussnahme zu leugnen. Er behauptete, Anna Chenault hätte sich aus eigenem Antrieb eingemischt. Bis zur Wahl blieben nur noch wenige Stunden. Nixon gewann die Wahl. Sein Vorsprung war knapp. Offensichtlich hatte Vietnam den Ausschlag gegeben. Sie hatten sich intensiv in internationale Verhandlungen eingemischt, um eine Wahl im letzten Moment zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Mit Erfolg. Nixon siegte mit 499.000 Stimmen Vorsprung. Man kann kaum bezweifeln, dass es das war, was am Ende ausreichend Stimmen brachte, um Nixon die Wahl gewinnen zu lassen. Having lost a close one 8 years ago and having won a close one this year, I can say this. Winning's a lot more fun. When he knew he had won. Als er wusste, dass er gewonnen hatte, war er sehr müde. Vermutlich hatte er 24 Stunden lang die Ergebnisse verfolgt. Der frisch gewählte Präsident Nixon konnte es noch nicht wirklich fassen, dass er endlich sein Ziel erreicht hatte, die Präsidentschaft der Vereinigten Staaten. He had achieved the goal of the presidency of the United States. Nach der Wahl traf sich Nixon mit Lyndon B. Johnson. Johnson wollte Nixons Machenschaften nicht auffliegen lassen, indem er die abgehörten Gespräche an die Öffentlichkeit brachte. Möglicherweise hat er sie aber dazu verwendet, den neuen Präsidenten unter Druck zu setzen. Es ist recht wahrscheinlich, dass Präsident Johnson in seiner unverblümten Art Präsident Nixon wissen ließ, was er gegen ihn in der Hand hatte. Und dass er dringend hoffte, dass Nixon seine Politik fortführen würde. Insbesondere, indem er sich um weitere Friedensgespräche bemühte. Das kann ich bestätigen. Deshalb wurde Nixon sehr viel vorsichtiger im Umgang mit dem Problem Vietnam. Unter den wachsamen Blicken Lyndon B. Johnsons nahm Nixon alle Versprechungen zurück, die er Südvietnam gemacht hatte. Innerhalb einer Woche wollte er, dass ich nach Vietnam reise, um Thieu zu überzeugen, an den Pariser Friedensgesprächen teilzunehmen. Ich hatte sehr das Gefühl, dass wir betrogen worden waren. Wie konnte man das einem sogenannten Freund antun, der einem geholfen hatte, die Wahlen zu gewinnen? Who helped you to win the elections?
Der 20. Januar 1969 war der Tag des größten Triumphs im Leben von Richard Nixon. Er trat sein Amt als Präsident der USA an. In seiner Antrittsrede behauptete er, das oberste Ziel seiner Präsidentschaft werde der Friede sein. This honor now beckons America. The chance to help lead the world at last out of the valley of turmoil and onto that high ground of peace that man has dreamed of since the dawn of civilization. The greatest honor history can bestow is the title of peacemaker. Viele Jahre lang konnten Nixon-Anhänger behaupten, das sei von Leuten aus seiner Umgebung getan worden, aber nicht von Nixon selbst. Doch angesichts der neuen Veröffentlichungen des FBI fällt es schwer, dieses Argument aufrechtzuerhalten. Erst 6 Monate später traf Nixon den südvietnamesischen Präsidenten Thieu, dessen Hoffnungen er enttäuscht hatte, auf der Pazifikinsel Midway. Wir erwarteten ein echtes Gipfeltreffen, das sich mit den verschiedenen Aspekten des Kriegs beschäftigte. Stattdessen hatten wir eine kurze Begegnung auf einer abgelegenen Insel, die ein paar Stunden dauerte. Es soll anderen überlassen bleiben, das Wort Betrug zu verwenden. Aber es war ein sehr, sehr bitteres Gefühl in unseren Herzen gegen die Amerikaner. Richard Nixon war immer ein Falke gewesen, was Vietnam betraf. Nixon war vermutlich der erste Politiker, der überhaupt vorschlug, die Amerikaner sollten nach Vietnam gehen. Als Nixon Präsident war, wurde den Südvietnamesen sehr bald klar, dass er nun, nachdem er sein Ziel erreicht hatte, so schnell wie möglich aus Vietnam heraus wollte. Die ganze Reihe der Ereignisse ließ eine Schuld Nixons gegenüber Thieu entstehen. Thieu konnte deshalb sagen, ich habe ihnen geholfen, als sie mich brauchten. Sagen Sie mir also nicht, was ich tun soll. Don't you tell me what to do. Die fehlende Kompromissbereitschaft der Südvietnamesen ließ weitere Friedensbemühungen scheitern. Der Krieg dauerte noch 4 Jahre. Nixons Entscheidung, ein politisches Spiel mit dem Frieden zu treiben, kostete viele tausend Menschenleben, amerikanische und vietnamesische. Hier in der Lyndon B. Johnson Bibliothek in Austin, Texas, befindet sich entscheidendes Beweismaterial für die Intrige Nixons. In einem versiegelten Umschlag, der mit einem X markiert ist. Es basiert hauptsächlich auf Telefonmitschnitten und ist zum überwiegenden Teil nie öffentlich bekannt geworden. Präsident Johnson beauftragte mich, diesen Umschlag zu versiegeln und mit dem Vermerk zu versehen, dass er 50 Jahre lang nicht geöffnet werden darf. Sein Inhalt betrifft Dinge, die von der Regierung aus Gründen der nationalen Sicherheit getan wurden. Und die Tatsache, dass die Vermischung der Fragen nationaler Sicherheit mit der inländischen Politik falsch war. Nixon erfuhr, dass eine Akte über den Stopp der Bombardierung im Brookings Institute in Washington aufbewahrt wurde. Vermutlich befürchtete er, die Akte könne ihn kompromittieren, da sie Informationen darüber enthielt, wie er die Friedensgespräche hintertrieben hatte. Nixon wollte diese Akte haben. Um sie zu bekommen, schlug er einen Weg ein, der vermutlich in letzter Konsequenz zu Watergate führte und zum Ende seiner Präsidentschaft. Es gibt eine Tonbandaufzeichnung eines Gesprächs zwischen Präsident Nixon, Henry Kissinger und Bob Haldeman im Oval Office.
Das Thema waren die Akten, die im Brookings Institute aufbewahrt wurden. Knapp zwei Wochen später fragte Nixon Haldeman und Kissinger, ob der Einbruch ins Brookings endlich erfolgt sei. Die Intensität, mit der er sagt, dass er das Material haben will und einen Einbruch verlangt, um es zu bekommen, ist enorm. Man muss also annehmen, dass der Grund, warum er es haben wollte, in seiner Sorge bestand, seine eigene Rolle bei der Einmischung in die Friedensgespräche könnte in diesen Akten aufgedeckt werden. Eines Nachmittags kam einer meiner Mitarbeiter mit vor Schreck geweiteten Augen ins Büro. Er sagte, ich muss mit Ihnen reden. Sie glauben, dass es hier sensible Dokumente gibt, zu denen der Präsident Zugang haben sollte. Sie wissen, dass Brookings sie nicht hergeben wird. Daher wollen Sie, dass ich jemanden eine Brandbombe zünden lasse, dann Einbrecher hineinschicke, nachdem der Alarm ausgelöst wurde, um diese Papiere verschwinden zu lassen. Wir hätten also sehr leicht die Brookings-Affäre statt der Watergate-Affäre haben können, wenn die Geschichte nur ein wenig anders verlaufen wäre. Es ist Spekulation, aber eine schlüssige Spekulation. Wenn er so darauf aus war, zu erfahren, was in den Akten des Brookings Institute stand, dass er dort einbrechen wollte, dann kann das auch sehr wohl der Grund für den Watergate-Einbruch gewesen sein. Nämlich herauszufinden, was sie gegen ihn in der Hand hatten. Der Watergate-Skandal begann 1972, während eines Präsidentschaftswahlkampfes, bei dem Nixon sicher sein konnte, zu gewinnen. Einbrecher wurden verhaftet, nachdem sie in das Watergate-Gebäude eingedrungen waren, um im Auftrag des Weißen Hauses Abhörgeräte im Hauptquartier der Demokraten anzubringen. Ihr Ziel war das Büro des Vorsitzenden Larry O'Brien. Larry O'Brien war 1968 über die Einmischung der Republikaner in die Friedensinitiative informiert worden. O'Brien hätte wirklich kompromittierende Informationen darüber haben können, was er 1968 getan hatte. '72 brachen die Widersprüche in der Laufbahn und im Charakter Richard Nixons auf. Im Jahr des Watergate-Einbruchs war er der erste US-Präsident, der China besuchte. In Moskau unterzeichnete er einen Atomwaffenvertrag, in derselben Nacht, in der der Einbruch ins Watergate-Gebäude geschah. Zwei Jahre später würde ihm der Kongress deshalb mit Amtsenthebung drohen. Aber in diesem Jahr hielt Nixon noch eine Rede vor beiden Häusern des Kongresses, in der er die Erfolge seiner Außenpolitik feiern konnte. An almost unbelievable irony. Es ist eine unglaubliche Ironie, dass der Einbruch zur selben Zeit geschah wie seine enormen außenpolitischen Triumphe. Es war so unnötig. The President of the United States. There we go again. Dank Nixon schien die Welt ein sichererer Ort geworden zu sein. Doch bevor Amerikas Krieg in Vietnam vorbei war, sollte es noch ein Jahr dauern. This administration has no higher goal, a goal that I know all of you share. Then bringing the Vietnam War to an early and honorable end. We are ending the war in Vietnam, but we shall end it in a way which will not betray our friends, risk the lives of the courageous Americans still serving in Vietnam, break faith with those held prisoners by the enemy, or stain the honor of the United States of America. In den vier Jahren seit dem Amtsantritt Nixons waren über 20.000 amerikanische Soldaten getötet und 111.000 verwundet worden.
An der Wand des Vietnam War Memorial in Washington sind die Namen der Toten eingraviert. Die Namen der mehr als 600.000 vietnamesischen Soldaten, die auf beiden Seiten in diesem Krieg starben, sind hier nicht verzeichnet. Als er selbst zu Grabe getragen wurde, sah es so aus, als hätte Nixon seinen letzten politischen Sieg errungen. Nachdem ihn der Watergate-Skandal zum Rückzug gezwungen hatte, war Nixon den Rest seines Lebens mit dem Versuch beschäftigt, seinen beschädigten Ruf wiederherzustellen. Ich denke, Nixon war ein bemerkenswerter Präsident und viel weniger politisch als einige, die nach ihm kamen. Was wäre geschehen, wenn das Establishment, das er sowohl fürchtete als auch verehrte, ihm etwas Liebe gezeigt hätte? Hätte ihn das von seinem Groll befreit oder hätte es ihn nur noch tiefer in die Isolation getrieben? Diese Frage lasse ich offen. On behalf of all four former presidents who are here, may the day of judging President Nixon on anything less than his entire life and career come to a close. In seiner Antrittsrede hatte Nixon gesagt, der großartigste Titel, den die Geschichte verleihen kann, ist der des Friedensstifters. Dieser Satz wurde auf seinen Grabstein geschrieben.